Okay. Warning. Know that you're special. You're loved. You're worth our effort. You have to trust that we wouldn't have chosen you if you didn't deserve to be here. Mhm. Naja, ist schon alles schick wahrscheinlich. Wochenprogramm. Wurde aktualisiert. Geh zum Terminal, um mehr zu erfahren. Ist das mein Raum? Den Raum kenne ich zumindest schon. Okay, die sind da unterwegs. Und das ist das, was ich... Wie gesagt, ich spiele ja nicht mit anderen, aber das ist das, was ich... Was mir mit am meisten... Naja. Ja, nicht auf den Sack geht, aber... So, das müsste mein Zimmerchen sein, glaube ich. This is your cell. There are many like it, but this one is yours. And don't think of it as a prison cell, but as a monk's cell. A place of contemplation. Natürlich. A womb where you can absorb the hard lessons of the trials. A safe. Achso, hier kann ich nicht anpassen. Ja. Warte, wir können ja gleich mal reingucken. Jo. Können wir gleich mal reingucken. Ach, das ist mein... Ach so, hier kann ich die Zelle anpassen. Ob ich das so weit machen werde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Mach dein Zuhause gemütlich, verändere das aus in der persönlichen Zelle. Okay, ja. Habe ich überhaupt irgendwas? Nee, habe ich nicht. Ich meine, ich habe jetzt doch kein Package oder sowas. Ist das frei? Nee, das muss ich freischalten, ne? Und ich hoffe, den Rest werde ich in-game verdienen, weil ich werde da kein weiteres Geld für Kosmetik oder so ausgeben. Habe ich noch nie wieder gemacht. Ich dachte aber, ich könnte meinen Charakter hier nochmal ganz kurz zeigen. Das Ding ist halt, ich sehe mich sowieso nicht. Also ist das eigentlich relativ scheißegal. Ach, das kann ich wahrscheinlich hier machen, ne? Otto, du bist einzigartig. Ich ändere deine Outfit und zeige... Ja, ja. Ja. Was für eine Stimme habe ich eigentlich? Hey, friend. Hello. What's up? Bless your heart. Hi. Ja, gut, passt schon. Ja, das mal... Ich werde es nie verstehen. Ich werde es bei dem Spiel halt auch nicht machen, warum man sich kosmetische Sachen kauft, wenn man... Gerade wenn man den Charakter nie sieht. Also ja, wenn du mit Leuten spielst oder so, macht das vielleicht für mich ein bisschen Sinn, aber ich würde da zum Beispiel auch gar nicht drauf achten. Deswegen, ja... Es ist halt vollkommen Ritz. Wenn das jetzt irgendwelche Vorteile hätte und nicht nur optisch wäre, okay. Aber. Ja, im Endeffekt, mir ist es halt relativ egal. Ne? Deswegen nicht wundern, ich ja, werde dann nichts weitermachen. Was ich aber hier auch ausgelassen habe, der Direktor, kann ich mit ihm jetzt weiter quatschen? Just for you. Don't let the outside world creep in here. If you think you recognize someone, you're seeing who they used to be. Don't bring it up. That person is dead. Now, there's somebody wonderful. Somebody new. Okay, Meister. Nette Nachricht. Alles klar, gut, wir befreien uns gleich. Ich gehe mal zum Terminal rüber. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Lalalala. Kann ich da auch so ran? Jo, kann ich, Gott sei Dank. So, das Terminal bekommen. Also, das ist eine Sache, die werde ich eher jetzt in den Folgen oder zwischen den. Ja, doch, zwischen den Folgen eher lassen. Einfach bloß mal, um es gezeigt zu haben. Weil. Prüfung, Arsenal. Wenn du in der Therapie vorankommst, kannst du Vorrichtungen, Rezepte verdienen, die deine Erfahrung verstärken. Okay. Ich meine, ich habe ja noch nichts gemacht, ne? Sag mal, bei Abzeichen. Alles, was du tust, wird aufgezeichnet. Alle deine Errungenschaften sind hier zu finden. Okay. Das wird für mich vielleicht nochmal spannend werden, denn Theorie ist eine Reise. Auf dieser Seite kannst du sehen, wie du abschneidest. Scheinbar nicht unbedingt was, was wir im Spiel finden. Ich habe bloß mal im Ladebildschirm gesehen, dass man da irgendwelche Propagandaplakate finden kann. Ich weiß nicht, ob man die sammeln muss. So, in den Prüfungen sind illegale Murkoff-Dokumente versteuert. Finde sie, um die geheime Geschichte von Sanyala alle.
Das wird für mich eher interessant sein. Wenn du aber die ganze Zeit gejagt wirst, kann das halt echt nervig sein. Also ich hoffe, dass man das auch sieht, was man hat, wie viel man so hat. Gut, ich könnte jetzt auf Gruppensuche gehen, aber wie gesagt, ich spiele ja alleine. Okay, Programme, deine Wiedergeburt ist eine Reise, die in Prüfungsgruppen unterteilt ist, was die Programme genannt werden. Schließe alle Kernprogramme ab, um deine Freiheit zu verdienen. Freiheit. Wöchentliche Therapie werde ich wahrscheinlich lassen, weil das ist dann halt so ein Zusatzding. Ich würde dann eher auf die Sachen gehen. Kerntherapie. Okay, ein Programm besteht aus Prüfungen und MK-Herausforderungen, die darauf ausgelegt sind, die geistige und körperliche Gesundheit zu maximieren. Wahrscheinlich eher, um den Willen zu brechen und ja, gefügig zu machen. Aber so kann man es natürlich auch ausdrücken. So. Sache ist halt, ist das alles in einem? Scheint nicht in einem Raum zu sein. Programm Genesis, Pfad zur Wiedergeburt. Und ich meine, das muss ich erstmal alles so weit abschließen. Und das ist halt die Sache, wo ich nicht weiß, wie ich es unbedingt schneiden werde. Wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, wahrscheinlich werde ich das Tutorial in eine Folge gepackt haben und jetzt sind wir in der zweiten. Und wie gesagt, die Sache werde ich wahrscheinlich eher weglassen, auch wenn wir hier dann noch die Bezeichnungen haben. So, falsche Zeugen dürfen ihre Unwahrheiten nicht verbreiten. Bringen den Verräter in die Hinrichtungskammer und mache seine Lügen ein Ende. Ja. Also ich habe eine ganz kurze Beschreibung, aber inwieweit die wichtig ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann man es dann nochmal nachlesen, weil das jedes Mal hier zum Terminal zu rennen, dann hast du auch noch ein Ladebildschirm zumindest, so wie ich gesehen habe, würde ich halt gerne in den LPs oder in den Folgen rauslassen. Deswegen, ich wollte es jetzt bloß mal hier zeigen. Vielleicht kann ich, wenn ich das am Ende abgeschlossen habe, mal zeigen, wie ich überall abgeschlossen habe. Aber das wird wahrscheinlich eh am Ende jeder Prüfung dastehen. Belohnung, XP, Kohle. Ich glaube, irgendein Abzeichen und ein Geschenk. Gut. Ist halt die erste Prüfung. Ich starte die ganze Geschichte mal. Halt. Ja, starten. Ach so. Ja, starten. Prüfung vorbereitet. Ab in unser. Achso. So. Ich habe vergessen, ich muss auf den Dienst erwarten. Und wie gesagt, auch wenn das relativ schnell, glaube ich, gehen sollte mit dem Ladebildschirm, ich will es halt trotzdem nicht unbedingt drin haben. Achso, wir müssen uns ja erstmal auf eine Reise begeben, ne? Und da sind wir unseren der Erstprüfung und töte den Verräter. Das Problem ist halt bloß, wie soll ich das machen? Und ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit hier rumschleppe. Toll. Gesammelte Poster, okay, 0 von 3, das steht wenigstens da. Ich will mal was gucken. Einstellung, Prüfung gelassen will ich nicht. Fortfahren. Ich weiß nicht, ob vielleicht mit den Postern. Geht's denn gut? Ich guck bloß. Ich guck bloß. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Du bist wahrscheinlich noch am einfachsten hier und du kannst hier rumstehen. Okay, hier kann ich mich verstecken. Ich meine, der Typ ist ja noch nicht da, ne? Achso, auch vorhin, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob mit den Postern.
Okay, hier sehe ich halt wirklich gar nichts. Ob mit den Postern die Geheimdokumente auch gemeint sind, ne? Hm, super. Kann ich mir das da mal ausleihen? Gott, vielleicht eher nicht. Dietrich. Okay. Gegenmittel. Cool. Kann ich mal eine Flasche, warte mal, aufheben? Ablenkung schaffen. Okay. Okay, okay, okay. Also das Szenario kenne ich mehr oder weniger. Was ich hier machen muss, weiß ich trotzdem nicht mehr, aber so optisch. Und da scheint noch keiner hier zu sein. Deswegen, ich guck mal ein bisschen rum. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, Poster und alles oder Dokumente werde ich alle finden, weil das interessiert mich ehrlich gesagt schon mit am meisten. Aber sobald die Jagd anfängt, ist das jetzt hier? Noch eine Flasche. Ich spare mal Batterie. Toll. Und wir werden sofort gejagt. Geil. Aber wie soll ich denn den kalt machen? Hätte der Typ mich da draußen nicht warnen können? Ist verschlossen, ne? Oh, nee, ist nicht. Okay. Ach, das ist ein Dietrich. Wo bist du jetzt? Okay, okay. Bitte nicht hier vorne. Bitte nicht hier vorne. Alles klar. Wo ist die Box? Ich finde es wenigstens nett, dass das Spiel mich vorwarnt, wenn der anfängt komisch zu atmen. Okay. Nein! Okay, das ging glaube ich auf Zeit und ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, ich lasse das erstmal nochmal liegen. Wie viel habe ich noch? Ja, passt noch. Ich kann wahrscheinlich auch bloß ablenken, oder? Kann ich den das an den Kopf werfen? Niederschlagen. Okay, gut zu wissen. Aber weißt du was? Ganz ehrlich? Das war dumm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der immer eh nur dieselbe Laufroute hat, wollte ich sagen. Vielleicht doch nicht. Scheiße, weil ich durch das Glas gelatscht bin, ne? So. Hä? Okay, doch, war die richtige Entscheidung. Ich wüsste, ob der mich hier durchsehen kann. Warte mal, kommt der jetzt hier rein? Alter, hör auf, dir das Eis da reinzuschaufeln. Geh weg. Ich wollte ja wenigstens mal raus und mal gucken, wo es hier drüben noch weiter hingeht. Du machst mir keinen Stress, ne? Ich
Was hat der hier? Okay, cool. Andere Linie. Ich muss ja erstmal gucken, was wir hier sowieso alles haben. Das würde ich gerne behalten. Das ist so mein Notfallding. Na super. Okay, kommen wir wenigstens ins Gefängnis rein. Komm, mach hin. Ich glaube, er ist weg. Okay, jetzt muss ich... So, warte, bevor hier irgendwas... Und ich habe mit Sicherheit irgendein scheiß Poster schon draußen übersehen. Ich weiß es doch jetzt schon. War das echt eine scheiß Falle? Okay, ich hoffe, das geht alleine hier. Tür fallen. Um Tür fallen zu verwenden, finde das rote Licht und öffne die Tür langsam. Was für ein rotes Licht? Ich habe kein rotes Licht gesehen. Okay, ich kann immer bloß ein Dietrich mitnehmen. Das scheint nicht wichtig zu sein. Schade, schade. Wie gesagt, ein paar Dokumente oder so zum Lesen wäre halt nice. Ach so, oh Gott. Okay, ich probiere. Ja, aber wie kann ich da... Okay, vielleicht kann ich das aber auch... Alter, ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig, mein Freund. Vielleicht kann ich das aber auch später noch nutzen. Alter, bleh. Kann ich hier nicht... Ja, ich will es ja nicht benutzen. Ich will die Tür hier eintreten, mein Alter. Wie wenn noch... Okay, ein Bonus kriege ich dadurch. I fell on my keys. Okay. Ich weiß nicht, ob die Alte jetzt hinter der Tür da ist. Okay, das war vielleicht dumm. Ja! Okay, das war dumm. Ja, das war wirklich dumm. Scheiße. Kommt der jetzt überhaupt hinterher? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was der... Hä? Komm, Alter, jetzt bist du auf einmal da. Okay, toll. Alter, mach auf hier. Die Scheiße. Ich brauche auch langsam mal Batterien. Ach, die habe ich ja noch draußen gelassen. Gut, notfalls kann ich die noch holen, aber... Ich hab dich nicht mal berührt. Sollte sich mal ein bisschen beruhigen, der junge Mann. Hab ich eigentlich noch eine... Scheiße, ich habe gar keine Batterie, ne? Super. Ich meine, das kommt ja nicht ständig. War das das Richtige überhaupt? Ja. Eigentlich wollte ich es halt drin lassen, weil das eine schöne Abwechslung ist. Auch wenn die wahrscheinlich nicht so unbedingt gewollt ist. Achso, das ist wieder so ein Dittrich. Und ich glaube, langsam und vorsichtig ist hier, glaube ich, doch eher das Mittel der Wahl. Aber ich bin da halt nicht so gut drin. Was ist das dann noch? Ist das kleine Gesundheit zufällig? Mal gucken. Adrenalin, kleine Medizin. Ja. Okay. Aber uns geht's aber noch gut. Hm.
Tachchen. Okay. Okay. Wird gemacht, Chef. Sind wir jetzt woanders? Oder ist das einfach ein anderer Weg wieder raus? Ach nee, hier sind wir. Ah, hier sind wir am Anfang wieder, ne? Lol, das habe ich ja gar nicht gesehen. Die Sache ist. Okay, da ist er. Aber der Weg war vorher nicht frei. Alter, geh hier hoch, Mann! Ich setze einfach mal drauf, dass der hier nicht reinkommt. Ich wollte nämlich gerade noch Batterie holen. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, wie. Ich muss an dem Typen vorbei, ne? Das kommt doch aus dem Sicherheitsraum, oder nicht? Hä? Ach, da unten bist du! Oh, Junge! Was eine fiese Olle, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, geil. Aber komme ich hier so langsam rüber, dass mich keiner hört? Und ich brauche halt wirklich Batterien. Okay, natürlich. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe halt immer noch Herzschlag, ne? Herrsch wieder zurück, scheiße. Nein. Obwohl. Typ? Das ist supposed to be Arnold. Ich weiß halt nicht, wie weit ich da ran darf und wie weit nicht. Das ist nicht dein Scheißhaus. Okay, das könnte ungünstig werden. Hä? Oh, ich wollte gerade sagen, geh rein, Alter. Scheiße. Batterie, Mann, Batterie. Toll. Ich kann mir gut vorstellen, dass den. Er wird halt nicht so doof sein und über seine eigene Sprengfalle. Also wenn es seine eigene Sprengfalle ist, soll er laufen, oder? Nein. Oh, warte mal. Okay, Boden, alles okay. Kann ich das aufmachen? Ja. Das war zu spät, ne? Okay, also natürlich. Weil ich würde mir eigentlich dieses Poster hier irgendwie habe ich dachte, hier blinkt was. Aber rein komme ich hier trotzdem noch nicht. Was nur? Hä? Ja. Hä? Ach komm, Alter. Du blöde Flitzpiepe.
Da gucke ich mich jemand anders bei. Lol, das funktioniert? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Warte, bevor wir hier da irgendwas drücken. Kleine Medizin brauche ich noch nicht. Ich habe aber das Gefühl, wir sind noch nicht fertig. Ich musste die ja irgendwie töten, glaube ich, ne? Oder? Ich habe bloß ein Poster gefunden und sonst keine weiteren Dokumente. Okay. Ja, push the button, wa? Ja, okay, aber was ist, wenn ich den Verräter nicht erreichen will? Außerdem brauche ich langsam mal echt eine Batterie. Was war das nochmal? Adrenalin. Gut, könnte vielleicht jetzt eher wichtig werden, ne? Schlüssel, okay. Weiß jetzt nicht, ob das ein Hinweis ist, dass wir hier Special weiter müssen. Ja, nee. Gib mir erstmal eine Batterie, Alter, für die Nachtsicht. Okay, die hängen ab im Sportbereich, cool. Ja, gleich, warte. Ach, lol. Okay, warte mal. Ist der Typ immer noch da? Ist halt einfach bloß wegen der Batterie, ne? War das überhaupt hier lang? Ich weiß halt nicht, ob der hier auch reinkommen kann. Ich würde auch bloß meine scheiß Batterie draußen holen, Mann. Dämlicher Penner. Ich weiß nicht mehr, wo die Box lag. Das ist halt die Kacke. Oder hatte der auch? Warte mal, hatte der nicht auch? Und ich hab's Nee, hat er nicht. Ja. Okay, wo ist... Der kommt aber nicht durchs Fenster, oder? Außerdem. Der kommt doch hier rein, der kommt doch hier rein, der kommt doch hier rein. Der kommt. Wo ist hier der Ausgang? Gut, vielleicht kommt er doch hier rein. Ich wollte gerade sagen, sicher, dass das so einfach gehen sollte? Halt die Klappe, Typ.
Aber der hat sich wohnlich gemacht, ne? Und theoretisch können wir da auch rein. Er hat gar keine Lust mehr. Sind alle Feuer und Flamme. Das werde ich mal nicht zerbrechen. Können Sie mir vielleicht helfen? Bin ich hier überhaupt richtig? Okay, er ist am Heulen. Lol. Ich nehme es mal trotzdem vorsichtshalber mit, ne? Oh, warte mal. Ist verschlossen? Alter, bist du, willst du mich verarschen, du blöder Penner? Ja, du mich hoch, du Arsch. Na, ein Glück, Alter. Ich habe da zwar gesehen, dass da was an der Ecke ist, aber, jo. Groß und kleiner. Okay, war die große Batterie. Okay, okay. Danke, Frau. Das Problem ist halt bloß, dann ist es weg, ne? Nee, er legt es doch dann. Aber wo hat er die Adrenalinspritze hingelegt? Wird natürlich überhaupt keiner bemerken. Bleib für kurz Zeit Moment offen. In diesen Zeit kannst du nur durchkriechen. Okay. Und jetzt bin ich am Arsch, weil geht wieder zu. Kann ich nicht schnell was drunter schieben? Okay, ja, super. Also Benzin. Lass das Ding fallen. Wo kommst du denn jetzt her? Okay, ich wollte erst mal gucken, wo ich denn überhaupt hin muss. Jo. Okay. Hier ist der Generator. Sieht der mich hier durch? Nein. Scheiße. Kann ich mich hier noch irgendwo verstecken? Leute, hier ist auch Benzin. Weiß halt nicht, wo der ist. Warte mal. Bisschen sparen. Okay. Okay, ganz ruhig. Ich habe noch 10 Sekunden Zeit, sehe ich gerade. Noch sind sie einfach. Eine erinnert mich ein bisschen an den Evil Within. So. Ich weiß halt nicht, wie viel ich von der Kacke brauche, ne? Wahrscheinlich brauche ich den anderen auch. Das wäre jetzt zu einfach. Okay, da haben wir was zum Heilen. Werde ich vielleicht auch gleich nutzen. Ja, die Scheißscherben hier. Warte. Oh, der ist voll. Nein! Au, 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 au! Problem ist bloß. Scheiße. Ich sehe nichts. Haust dir rein. Haust dir doch rein, Alter! Bist du doof?
Also ja, er hat sich... Oh Gott. Nein. Hey, ging's hier nicht raus? Ah doch, ich wollte gerade sagen, hier war doch irgendwo... Rein da. Scheiße. Okay, ich hoffe so anscheinend bloß... Verpiss dich, Typ. Aber gut zu wissen, dass ich bloß eh mal das Dings brauche. Ich würde halt hier wirklich gerne zumindest durch das erste Level durchkommen, ohne zu sterben. Das wäre ganz schön. Er ist halt... Ich hätte das Knistern von dem Zeug, von dem Ding immer noch, ne? Ist genau auf der anderen Seite der Scheißgenerator. Warte mal. Was ist das? Verschlossen. Ja, Dietrich habe ich nicht. Nö, 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 nö. Hä, wer ist näher jetzt? Och, wo kommt der jetzt her? Kümmer dich mal um den, mach mal deinen Job, Typ. Bevor ich den, weil ich weiß ganz genau, er kommt da wieder an die Scheiße, ne? Problem ist bloß, das wird wahrscheinlich gehört, ne? Und wie das hält, halt keine Dings auf. Wiederbelebungspillen. Aha. Aber das war kleine Medizin, oder? Den scheiß Generator starten. Warte mal. Okay, da haben wir Exit. Ja, die Scheiße. Okay, er scheint auf der anderen Seite da zu sein. Das könnte vielleicht meine Chance sein. Kaiser auf beide Seiten fixieren? Hä? Einstellen? Nee, warte mal. Hä? Ach so, das ist verlassen. Ach! Gott, mit umgucken. Okay, die gleiche Pisse. Den gleichen Mist hier nochmal. Aber ist das auf gut Glück? Och nö, sie Arsch. Das Ding ist, ich beim ersten habe ich jetzt bloß geraten und dann hat das auf jeden Fall funktioniert, deswegen, aber, Das Ding ist, ich muss ja den Typen von oben, muss ich ja noch in ein gewisses Gräubchen, glaube ich, schieben, ne, von wegen Exit, den muss ich ja nochmal her. Okay, weißt du was? Ich geh mir das mal. Oh, dann muss der mich doch von der anderen Seite auch raus gesehen haben, der Sack. Ich wollte gerade sagen, es war hier. Hä?
Frage ist natürlich, kommt er jetzt hier lang? Ich hocke ja jetzt. Okay, haut wieder ab. Ich verstehe halt das Prinzip hier von dem Ding nicht. Also normalerweise... Also, okay. Nee. Nee, 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 nee. Hä? Ach so. Weg, weg, weg. War ich jetzt schon so weit oder nicht? Ach, jetzt kommt. Wer bist du denn, Alter? Gehen Sie mal weg. Ist wahrscheinlich ein Starkraucher, weil der immer so ein großes Feuerzeug mit dabei hat. Aber ey, was, können die sich nicht gegenseitig... Hallo, die Dame? Können die sich nicht irgendwie gegenseitig... Die scheint doch beide extrem Langeweile zu haben. Warum können die sich nicht zusammen hinsetzen und Uno spielen oder so? Warum machst du die Tür zu, wenn der andere Typ hier noch drin ist? Okay, er ist wieder auf deiner Seite, ne? Ach, na toll. Gut, ich habe vielleicht beim ersten Mal doch nicht so richtig getroffen. Ich habe das Grün nämlich jetzt eben erst gesehen. Also, ich habe es versucht mit dem Grün zu machen, aber ich habe, glaube ich, immer die falschen Dinger getroffen gehabt. Kommt der? Kommt der jetzt nicht? Cool, dich habe ich anscheinend echt übersehen. War das vorhin auch schon offen? Sind wir halt, sind wir hier lang gekommen? Ich bin ja vorhin, glaube ich, bloß durchgerannt, deswegen. Ach, da sind wir sehr. Oh, Alter. Scheiß Schatten. Warte mal, das war die Turnhalle, oder? Aber wir waren oben. Okay. Schnauze. Ach, ich will denen immer die Dinger abnehmen. Man sieht ihn ja, ne? Hallo, hier geht's lang. Ist das gemein? Ist das gemein hier? Man kommt trotzdem ran. Glaube ich nicht richtig, oder? Hat sich der in der Mülltonne versteckt? Wo zum Fick bin ich denn jetzt hier? Ich habe mich komplett verlaufen. Ich sehe nicht mal, wo mein Zielding ist. Ja, warte mal, hier sind wir rausgekommen.
habe mich komplett verlaufen. Das hat natürlich auch keiner gehört. Ach, Gott sei Dank. Okay. Nein! Ich dachte... Oh, du Blödmann. Na, geil. Oh. Cool, 2 von 3. Ja gut, ich meine, ja, wollte ich ja auch sammeln, aber ich... Ist mir ehrlich gesagt doch ein bisschen egal geworden. Aber... Ich soll die langsam öffnen, damit ich keine Türfalle auslöse. Aber... Ach lol. Okay, ich versuch mal.